Hallihallo meine Friends und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video und zwar nach längerer Zeit mal wieder ein Loot Chest Unboxing Video. Wie gesagt, hier ist die Video, hoppala, wie im Monat Dezember, ne? Hier ist das gute Stück. Wir werden die gemeinsam öffnen. Ich bin gespannt, was uns erwartet in diesem Monat. Diese Verpackung, dieses Paket wiegt 1,8 Kilo. Einen Stand hier habe ich jetzt aber abgerissen, weil dort meine Adresse auch drauf stand. Hoppala, Entschuldigung, Mikrofon. Wie gesagt, die ist noch verschlossen. Diese werde ich jetzt hier gemeinsam mit euch öffnen. Zack, ich bin wirklich gespannt, was dort drin ist. Wie immer, ihr schaut als erstes rein, ich als letztes. Ich schaue kurz, ob das in Ordnung ist. Ja, alles perfekt. Ui, das geht schwer, das geht wirklich schwer auf. Uiuiui, okay. Okay, ich bin wirklich gespannt, was dort drin ist. Wie gesagt, ihr schaut als erstes rein. Ich halte nur, okay, das müsste in Ordnung sein. Ich hoffe, man sieht es. Ich hoffe, man hört mich. Man sieht mich. Ich hoffe es. Wie gesagt, ich schaue rein die Cam rein. So, dass, ne, dass ich, wie gesagt, ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Und ich würde sagen, wir holen dann gemeinsam nach und nach das Item raus. Wie gesagt, was uns erwartet. Ich hole erst hier das T-Shirt raus. Ne? Ui, ich sehe schon, was drauf ist. Ich glaube, ihr seht es auch. Wie gesagt, ich hole die erstmal einzeln raus. Dann so, dass ich, wie gesagt, ich halte hier eine Cam. Ne, gesagt, als erstes haben wir ein T-Shirt mit Tacos. Und natürlich, weil da hinten drauf ist, habt ihr schon gesehen, Deadpool. Sehr gut. Mit einem Weihnachtsschlitten. Besser kann es nicht werden. Dann haben wir als nächstes, wie gesagt, ich schaue immer noch nicht hin, haben wir ein Harry Potter. Ich hoffe, man kann es richtig sehen. Ich hoffe, ich glaube, man kann es nicht lesen, ne? Auf jeden Fall haben wir ein Harry Potter Puzzle. Warte ich mal kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz besseres Licht angemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich glaube, man kann es immer noch nicht sehen, ne? Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, ein Harry Potter Puzzle. Dann haben wir als nächstes, hoppala, haben wir als nächstes, ich hoffe, man kann es immer noch sehen. Und zwar habe ich mich jetzt nun spoilern lassen, wo ich jetzt hingeschaut habe. Eine Marvel. Eine Marvel. Sehr gut. Sehr, sehr nice für den Winter. Eine Marvel. Mütze. Sehr nice. Gefällt mir. Geil. Dann haben wir noch als nächstes eine Star Wars. The Mandalorian. Kulturtasche, Kulturbeutel. Und dann haben wir noch ein... Uiuiui, jetzt weiß ich, warum das so schwer ist. Dann, warte, haben wir noch... Zeige ich euch sofort. Warte kurz, ich hole noch die restlichen Sachen raus. Man sieht es hier, jetzt ist die Box leer. Wie gesagt, einmal das Set von der Loot Chest und einmal... einmal die Postkarte mit Merry Christmas drauf mit Evoli von Pokémon. Nice, gefällt mir. Sehr gut. Die Box kommt hinter mir. Jetzt, ich weiß, warum weiter so schwer ist, denn wir haben hier von World of Warcraft, ne, Grimoire der Schattenlande, ein Buch. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. World of Warcraft Shadowlands. Ist es, soll ich das ziehen lassen? Soll ich das so eingeschweißt lassen? Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Kann ein Kochbuch sein, aber ich glaube nicht, dass es ein Kochbuch ist. Denn ich denke mal, das ist die Geschichte vom Spiel, ne? Wie gesagt, ich kenne mich mit WoW nicht aus, was eigentlich eine Schande ist. Ich hab auch kaum, beziehungsweise gar kein WoW gespielt. Ich bin da, wie gesagt, euch, ne, ich weiß genau, dass ich jetzt die ersten Schläge bekomme. Wie kannst du kein WoW spielen? Ja. Hatte früher keinen PC, jetzt habe ich einen besseren PC, aber ich habe so viele geile Spiele, sogar in Starfield liegen. Die müssen alle gespielt werden. Und wenn ich die Zeit in WoW investiere, dann habe ich keine Zeit mehr für die ganzen Spiele. Da ich aktuell die PS5 spiele, ich habe so viele geile Spiele momentan vor, ne, vor allem The Witcher. Ich sage dazu gar nichts, ne? Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, wir packen, ja, müssen wir den Kulturbeutel, müssen wir den auspacken? Ich weiß nicht, also ich glaube, das reicht auch so, wenn ich den so zeige, ne? Ich meine, klar, könnte ich den auspacken und wieder einpacken. Aber es ist ein normaler Kulturbeutel von, wie gesagt, Star Wars, The Mandalorian, ne? Mit Yoda drauf, Baby Yoda natürlich, ne? Und ja, wie gesagt, das Highlight für mich ist natürlich
Da kommt nichts anderes entgegen. Darauf habe ich gewartet. Ich glaube, so wie ihr alle auch. Das kommt sehr gut zum Winter gerade, ist die Marvel. Ne? Marvel-Mütze, sehr geil. Und dann haben wir, wie gesagt, noch das Deadpool-T-Shirt. Ey, das feiere ich. Das feiere ich so. Denn neben Harley Quinn gibt es nur noch einen geilen Super-Schurke. Wie gesagt, einer von den Figuren, die man mag. Und zwar ist natürlich Deadpool. Ne? Tacos for everybody. Ich schalte es mal so in die Cam zurück. Ja, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, man kann sehen. Auf jeden Fall, ne? Sagt Tacos for everybody. Zack. Richtig geil. Richtig geile Box. Gefällt mir richtig. Richtig geile Box in diesem Monat. Besser kann diese nicht werden. Also, natürlich, ja. Gut, ist egal. Auf jeden Fall, die Marvel-Mütze hat alles abgerissen. So wie auch, wie gesagt, das T-Shirt, wie gesagt, Kulturbeutel. Ja, ich weiß nicht. Also, was kann ich damit anfangen? Gar nichts. Ich kann damit nicht anfangen. Ich bin damit Bulltalk. Ich kann damit wirklich nicht anfangen. Und wie gesagt, auch mit dem WoW-Buch, ja, kann ich nichts anfangen. Könnte ich natürlich alles das gut, könnte ich irgendwie an euch verschenken, wenn irgendwie was mal passiert ist auf meinem Kanal, wenn ich mal ein Goal erreicht habe, zum Beispiel bei 100 Abonnenten, könnte ich sagen, okay, Sebastian, kannst du das an euch verlosen, einen von an euch, ne? Weil gesagt, ich kann es nicht gebrauchen, aber wann dies passiert, weiß ich nicht. Ob ich irgendwann mal die 100 Abonnenten erreiche, wäre schön, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Wie gesagt, das wäre jetzt nur eine Idee. Und dann war es dies natürlich von dieser Loot Chest von diesem Monat. Die sagt richtig geil Stuff. Natürlich können wir auch das Loot Chest kurz durchgehen, das Heftchen. Wie gesagt, das ja, T-Shirt liegt bei 20 Euro. Ne, endlich ist es wieder soweit. Der Mann im roten Anzug verteilt Geschenke. Wie gesagt, die Marvel, okay, Marvel Beanie oder ist auch egal. Mütze, je nachdem, liegt bei 15 Euro. Der Mandalorian, Kulturbeutel für Kleinigkeiten. Ja, gut. Ob das jetzt ein Kulturbeutel ist, ich denke mal schon, liegt bei 8 Euro. Dann haben wir als nächstes das World of Warcraft. Auch in eine Mischung aus Hintergrundwissen und Lore aus der Schattenlandserweiterung von World of Warcraft. Liegt bei 30 Euro. Krass, okay. Also, wenn man jetzt nicht das Upgrade bestellt hat, ne? Und dann, wie gesagt, haben wir das Harry Potter. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt ein Brief. Nein, es ist das Puzzle von Harry Potter, steht hier. Verschiedene Motive. Wie man jetzt, ja, den Zug von neun, ich glaube, von neun Dreiviertel haben wir bekommen. Denke ich mal. Man hätte auch verschiedene andere Logo bekommen können, ne? Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Klar wäre, glaube ich, das Schloss. Ich glaube, Hogwarts wäre am besten gewesen. Ne? Ja, ist jetzt, wie gesagt, immer so ein. Ne, kann, ist ein Glücks. Ne? Kann sein, dass man das bekommt. Kann man auch nicht sein, dass man das bekommt. Auf jeden Fall besteht das Puzzle aus 50 Picks, steht hier. Ne? Aus 50, ja, 50, aus 50 Kleinigkeiten. Und dann, ja, haben wir noch, wie gesagt, die Christmas-Karte von Pokémon mit Evoli drauf. Ne. Und ja, das war's dann eigentlich. Wie gesagt, hier haben wir noch die Loot Chest Community und dann haben wir hier das aus dem letzten Monat, das T-Shirt, ne? Loki, Odin, God of Mischief. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber gut, wie gesagt, geil, 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 gefällt mir. Sehr, sehr, sehr nice. Das war's dann auch für diesen Monat. Das war auch, wie gesagt, die letzte Loot Chest in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was uns im nächstes Jahr erwartet von der Loot Chest. Ich bin wirklich gespannt. Und wenn ihr das auch seid, wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen von der Loot Chest. Euer Basti ist raus, wie gesagt. Bis zum nächsten Video von der Loot Chest oder vielleicht im Livestream hier auf meinem Kanal. Dann sage ich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder wann ihr das Video geschaut habt. Bis dahin, wie gesagt, bis zum nächsten Loot Chest, bis zum nächsten Livestream oder was auch sonst so auf meinem Kanal kommt. Ich bin raus.
Ciao, ciao. Wenn man sich nicht mehr hören sollte, oder wenn ihr nicht auf zu meinem Kanal, Livestream-Kanal, also wenn ihr mir nicht zuschaut beim Livestream, dann wünsche ich euch hier schon mal an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsgeschäft. Froh, schon mal an dieser Stelle. Frohe Weihnachten und natürlich ein wunderschönes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, je nachdem. Ich wünsche euch, ach komm, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. An dieser Stelle rutscht nicht so tief. Ich habe mich jetzt mehrmals verplappert. Das gehört aber zu mir zu. Und ja, vielleicht sieht man sich dann im neuen Jahr wieder, wie gesagt, oder hier auf meinem Kanal im Livestream. Je nachdem, ich bin raus. Schreibt gerne was in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wie gesagt, wenn ich dies machen sollte, wenn ich das Buch verlosen sollte, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Müsst ihr aber nicht. Lasst gerne ein Abo da. Sagt, ob ich das bei 100 Abonnenten verschenken werde, verlosen werde an euch, an euch. Das entscheidet ihr dann. Ich bin raus und ciao, ciao. Ja, jetzt muss ich noch den Knöpfchen drücken. Jetzt bin ich aber raus und ciao, ciao.